Und hier schreit uns wieder direkt ein Wimmelbild an. Ein Schmetterling. Nee, das ist die Eidechse. Okay, aber dann haben wir die auch schon mal. Ah, da ist der Schmetterling. Pong. Eine Schneeflocke. Natürlich eingezeichnet. Buchstabe H. Auch eingezeichnet. Schutzbrille. Ein Geldbeutel. Geldbeutel. Da. Springseil. Da. Teddybär. Das ist doch hier ein Teddybär. Ich wollte gerade sagen, warum geht das nicht? Maske. Eine Krake. Ja. Ja, das sind die Ängste. Das habe ich schon bemerkt. Aber uns fehlt ja noch eins. Ah, ja. Repariertes Flugzeug. Aha. Da ist das Flugzeug, da fehlt bestimmt... Ach, hier, der Propeller. Ja. Yay! Spielzeugkreisel. Spielzeugauto. Ja. Ach, hier so ein Holzspielzeugauto. Eine Maultrommel. Sieht denn eine Maultrommel aus? Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt ein Musikinstrument der Trommel? Eine Dartscheibe. Ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt mal weiter. Ein Kiwi. Eine Eidechse. Da eingezeichnet sein? Auch nicht, weiß es. Scheiße. Da ist die eine. Weiter. Ach, den habe ich doch schon gerade irgendwo. Ja, genau da. Eine Feige. Wolf. Und da haben wir die letzte Angst. Eine Maultrommel. Das ist ein Maultom. Nee, war doch kein... Okay. So, jetzt muss ich entsinnen. Also, der Junge, der hatte Angst vor dem Wolf. Jo. Das Mädchen hatte Angst vor der Krake. Das war der Junge mit den Monstern. Das Mädchen hatte Angst vor Ketten. Ja, und der hatte Angst vor engen Räumen im Dinosaurier, genau. Perfekt. Diesen Hasen habe ich schon einmal gesehen, aber wo? Kann mich gar nicht hin, aber außer jetzt glaube ich nur mal im Hauptmenü. Ach hier.
du Scheiße. Ordne die Kabel richtig an. In der ersten Runde kannst du die Quadrate beliebig vertauschen. In der zweiten Runde musst du ganze Reihen und Spalten vertauschen, die Kabel richtig anzuordnen. In der dritten Runde drehst du immer 4 Quadrate gleichzeitig. Also 3 verschiedene. Ach, wie toll. Ja, erstmal so untereinander austauschen. Das ist ja noch machbar. Die erste Runde ist ja, glaube ich, noch am einfachsten. Schwierigste wird mal die zweite Runde sein. Haben wir schon mal. Gelb auch. Jawohl. Zweite Runde wird jetzt mal ein bisschen knifflig sein. Oh Gott. Naja, jetzt geht das los. Spalten und rein. Oh Gott. Hoffe. Okay, blau haben wir schon mal. Nein, jetzt mal die orangefarbliche Bindung. Okay. Drei verwenden. Toll, jetzt wird nur noch die Runde. Ja, toll. Ah, okay, gut. Oh ja, jetzt müssen wir das Ganze drehen. Ach, wie geil. Und da ziehen wir Tim wieder zu uns. Perfekt. Thanks so much, sweetheart. I knew you would come for me. I think we owe Dr. Blackmore a visit to thank him for everything he's done. Let's go home.
Okay. Interessant. Ja. Okay, diesmal laufen automatisch bitte ab. Das ist eine kleine Schleichwerbung hier. Der erste Teil von Haunted Hall Green Hills habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich ja schon in der Let's Play, aber das wollte ich. Genau. Ja, meine Lieben, das war es. Das war der zweite Teil von Haunted Halls Kindheitsängste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Spiel. Boah, die Rätsel, die waren zum Teil angenehm. Manche waren ein bisschen knifflig, da musste ich auch ein bisschen überlegen. Aber den Großteil habe ich ja selber gemacht, ohne zu überspringen. Die Wimmelbilder waren diesmal nicht so mega viel wie im ersten Teil, aber auch noch viel. Und die Story an sich fand ich auch sehr interessant, dass wir mal auch Kinder mal retten und dann anschließend Tim. Und ja. Ja. Ging jetzt auch mal wieder. Also im Großen und Ganzen ein sehr schönes Spiel. Und somit verabschiede ich offiziell von Haunted Hall 2 Kindheitsängste auf meinem Namen jetzt. In anderen Worten, ich beendet. Und ja, jetzt kommt natürlich erstmal wieder der Wechsel. Das heißt natürlich, jetzt kommt der dritte Teil von Maestro. Somit der vorletzte Teil. Das Spiel ist 2011. Ja, es wird langsam. Und ja, ansonsten, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass euch Haunted Hall 2 Kindheitsängste gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und es hat richtig. Und ja, wir sehen uns dann beim dritten und somit vorletzten Teil von der Maestro-Spielreihe und wieder, meine Lieben. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi.